Was oft bei unseren Auftritten passiert, ist, dass die Leute denken, dass eine Capoeira-Runde stattfinden wird, wenn wir mit unseren Instrumenten ankommen. Wenn wir dann aber anfangen zu spielen, bekommen sie etwas völlig anderes zu sehen. Das erste Berimbau-Orchester mit gestimmten Instrumenten kam hier in Brasilien durch den Perkussionisten Ramiro Mussoto zustande. Wir spielten damals in der Kirche Rosario dos Pretos. Das war in der Zeit 2007 bis 2008. 2011 habe ich ein Projekt mit einigen Leuten, die schon eine gewisse musikalische Vorbildung hatten, in meiner Gemeinde begonnen. Das habe ich dann bis heute immer weitergemacht. Und so entstand das Berimbau-Orchester Oba de X. Die Leute sind zunächst überrascht und fragen, was? Ihr spielt das Lied Asa Branca auf einem Berimbau? Ich erkläre dann, dass wir gestimmte Berimbaus benutzen. Erst sind sie skeptisch, doch wenn sie uns dann sehen, sind sie begeistert und gratulieren uns, verlieren sich in der Musik. Dass ich in das Berimbau-Orchester eintrat und lernte, das Instrument im Gleichgewicht zu halten, bis ich Hornhaut am Finger bekam, führte dazu, dass ich mich auch mehr in der Capoeira behaupten konnte. Als Capoeirista musst du nicht einfach nur herumspielen. Du spielst und singst gleichzeitig. Das alles musste ich erst lernen. Ich wollte in das Orchester, weil ich das Berimbau einfach mochte und weil dieses Instrument für mich am einfachsten zu spielen war. Heute aber sehe ich, dass es so einfach nicht ist mit diesen vielen verschiedenen Tonhöhen. Es ist schwierig, man muss viel proben und üben, um etwas zu erreichen. Mal abgesehen davon, dass wir proben und nach Noten spielen und so weiter, gibt es noch mehr Unterschiede zum Spielen der Capoeira. Dort hast du drei Berimbaus, ein Atabaque, Pandeiro, Chorgesang und Händeklatschen. Einige Details bleiben in der Masse der Instrumente unbemerkt. Beim Berimbau-Orchester aber kommt es sehr auf kleine Details an, weil man sie dort einfach mehr wahrnimmt. Ich denke, dass das Berimbau-Orchester eine Bereicherung unserer Tradition hier in Bahia ist. Wir zeigen diesen Reichtum anhand eines Instruments mit nur einer Saite, welche aber eben sehr reichhaltig an verschiedenen Tönen ist. Uma nota, vários sons. Uma corda, vários sons também.